und das Cleveland Orchestra mit Claude Debussy. Sie sitzen nicht mehr so fest auf ihrem Sockel wie auch schon. Denkmäler. In den USA zum Beispiel wird gerade heftig gestritten über ihre politische Symbolkraft. Unter Beschuss geraten sind etwa eine Statue von Christoph Kolumbus in New York und zahlreiche Standbilder von Südstaatengenerälen. Der Vorwurf, diese Denkmäler glorifizieren Kolonialherren und Rassisten. In einigen Gegenden der USA sollen deshalb nun sogenannte Gegendenkmäler aufgestellt werden. Diese sollen die von diesen mächtigen Männern unterdrückten Minderheiten repräsentieren. In der Schweiz gibt es solche Gegendenkmäler bislang noch nicht. Doch das könnte sich bald ändern, denn auch hierzulande gibt es umstrittene Denkmäler. Zum Beispiel das des mittelalterlichen Kriegshelden und Bürgermeisters Hans Waldmann mitten in Zürich. Die Autorin und Kunstkritikerin Britta Palzer fordert deshalb, hier müsste ein Gegendenkmal entstehen. Katharina Brierley hat sich vor Ort mit ihr getroffen. Mitten in der Altstadt, zwischen Großmünster und Fraumünster, thront er. Hans Waldmann, mittelalterlicher Heerführer und Bürgermeister der Stadt Zürich, überblickt von seinem Ross aus die Limmat. Die meisten Passanten haben allerdings nur eine vage Ahnung, wer der steinerne Reiter ist. Ich weiß es nicht. Man hat so eine grosse Statue und alles und man weiß nicht, wer ich. Nicht schön. Nein, sorry. Ich muss mich schwach erinnern. In der Schule haben wir mal über den gehabt, keine Ahnung mehr. Irgend so ein Stadtheld von früher. Er war, glaube ich, schon umstritten, ja. Aber ich weiß nicht mehr genau, warum. Umstritten ist Hans Waldmann tatsächlich. Er schränkte die Freiheit der Landbevölkerung ein, war machtbesessen, bereicherte sich. Die Kunstkritikerin und Denkmalsforscherin Britta Polzer setzt sich aber nicht allein deshalb dafür ein, dass das Waldmann-Denkmal wegkommt. Sie kritisiert vor allem den historischen Kontext seiner Aufstellung. Schon im 19. Jahrhundert hatte es Bestrebungen für ein Waldmann-Denkmal gegeben. Wegen der problematischen Rolle Waldmanns entschied man sich damals gegen eine Aufstellung. Das änderte sich im Jahr 1937. Angesichts der Bedrohung durch Nazi-Deutschland wurde Waldmann zum Verteidiger eidgenössischer Interessen stilisiert. Praktisch als Propaganda, um dem Mussolini in Italien, dem Hitler in Deutschland, praktisch auch einen nationalen Staatsmann gegenüberzustellen, der ein genau solcher Despot war. Und das ist meiner Ansicht nach der Grund, dass dies Denkmal keine Berechtigung hat. Die Arbeitsgruppe für Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zürich beschäftigt sich derzeit mit dem Waldmann-Denkmal. Einfach entfernen wird sie es aller Voraussicht nach nicht. Deshalb macht sich Britta Polzer für ein Gegendenkmal stark. Wie das aussehen soll? Zum Beispiel könnte sich ein zweites Denkmal in unmittelbarer Nähe kritisch mit Waldmann und seiner Rolle auseinandersetzen. Noch lieber wäre Britta Polzer aber eine Art temporäres Gegendenkmal. So könnte man Waldmanns Reiterstandbild jeweils für ein paar Jahre entfernen und stattdessen auf dem Sockel kritische künstlerische Positionen präsentieren. Die Stadt Zürich könnte so einen wichtigen Diskurs in Gang bringen, meint Polzer. Denkmäler sind Zeitzeugen, ganz klar, aber es sind aufgesockelte Zeitzeugen. Also mit dem Waldmann-Denkmal sagt die Stadt Zürich, dieser Mann ist ein Vorbild. Und wenn die Stadt ein Gegendenkmal aufstellen würde, dann würde sie sich dazu bekennen, zu sagen, der Waldmann ist ein fragwürdiges Vorbild. Solche fragwürdigen Vorbilder sorgen gerade vor allem in den USA für scharfe Kritik. Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen Denkmäler für Südstaatengeneräle. Männer also, die Schwarze diskriminiert und unterdrückt haben. Männer, die einen Rassismus symbolisieren, der auch heute noch in den USA lebendig ist. Pikantes Detail, hunderte dieser Denkmäler, sagt Polzer, seien erst nach der Niederlage des Südens aufgestellt worden. Die Botschaft, die diese Standbilder vermitteln sollten, ist klar. Die weiße Vorherrschaft bleibt bestehen, egal wie der Bürgerkrieg ausgegangen ist. Einen Vorwurf lässt Britta Polzer deshalb nicht gelten. Den, dass die Entfernung oder Umdeutung von Denkmälern Geschichtsrevisionismus sei. Da hat sich einmal eine herrschende Klasse dominant durchgesetzt und ihre Signale, ihre Wertschätzung im öffentlichen Raum positioniert. Und das muss jetzt für die Ewigkeit stehen bleiben. Also das halte ich für Unsinn. Was würde man denn sagen, wenn in Deutschland überall die im Naziregime aufgestellten Sachen rumständen? Man müsse sich von Zeit zu Zeit fragen, welche Denkmäler noch zeitgemäß seien, findet Polzer.
Gegen Denkmäler seien da eine gute Strategie. Denn sie machten deutlich, man kann Geschichte so sehen, aber auch ganz anders. Wie zeitgemäß Denkmäler heute noch sind und wie eine alternative Erinnerungskultur aussehen könnte, um diese Fragen dreht sich ein Symposium am 5. und 6. April im Mikromuseum für Gegenwartskunst und in der Hochschule Luzern. Genaueres finden Sie auf der Homepage des Museums.